voll das Klischee des Veganers, der irgendwie auf eine Wiese geht und Gras isst. Egal, ob du auf dem Dorf wohnst oder in der Stadt, ob du einen Garten hast oder nicht, du wirst überall eine Grünfläche finden, wo du essbare Wildpflanzen pflücken kannst. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Wir sind hier gerade bei Aho, bei unserem Betrieb. Und wir haben hier einen Park. Und wir finden auf jeden Fall spontan viele, viele Pflanzen. Genau. Also, schauen wir mal hier. Hier ist zum Beispiel Klee. Und den Klee erkennst du hier sogar an der roten Blüte, das ist Rotklee. Es gibt auch Weißklee, es gibt ganz, ganz viele Kleesorten. Und zum Klee ist nur eins voll wichtig, jeden Klee kann man essen. Dieser Rotklee ist besonders gut in den Wechseljahren. Beim Klee kannst du alles essen. Also die Blätter, die Blüten. Es sieht auch besonders schön aus im Salat. Generell ist es so, je frischer eine Pflanze ist, desto leichter ist sie. Und irgendwann wird es halt super herb. Das heißt, ich gucke eigentlich immer nach den jüngsten. Wir suchen jetzt mal statt einem Rotklee auch einen Weißklee, dann seht ihr das. Da sieht man, glaube ich, schon weiße Blüten. Genau, hier. Die Blüten kann man super gut essen. Und wenn ihr jetzt die jüngste Pflanze sehen wollt, dann schaut einfach, wie die Farbe der Blätter ist. Wenn es sehr, sehr dunkelgrün ist, dann sind die schon älter. Aber die hellen Grünen, hier sieht man das zum Beispiel, hier sind so hellgrüne zwischen. Die schmecken besonders zart. Ich glaube, dass jeder Klee im Garten hat und ihr kennt alle diesen Klee, aber es gibt wirklich verschiedene Sorten. Es gibt auch Sauerklee, den erkennt ihr daran, dass er so ein bisschen zitronig schmeckt. Aber auch der Rotklee, den ich euch gezeigt habe, den würde man vielleicht nicht vermuten, weil der hat so große, hohe Blätter. Und die sind ein bisschen weiß oben drauf. Aber wie gesagt, jeden Klee könnt ihr essen. Ihr könnt das in Smoothie tun. Ihr könnt es in den Safter werfen. Ihr könnt daraus Pesto machen. Ihr könnt das mit in Salat geben. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr wirklich einfach vor der Haustür das nutzen könnt, die Wildpflanzen nutzen könnt, die ihr hier lokal habt.